Und daher, das ist eine wunderschöne Botschaft. Wir bekommen nicht die Sünden von den anderen. Mal angenommen, dein Vater und deine Mutter bauen jetzt ein Haus mit Zinsen. Halal oder Haram? Seid ihr sicher? Weil wir sind in Deutschland. Warum seid ihr so streng? Seid mal ein bisschen salafistisch. Es ist Ijma', das heißt eine einstimmige Meinung unter den Gelehrten, dass Zinsen erlaubt oder verboten sind. Seid ihr euch alle sicher? Ja. Wehe, macht einen realen Kreditvertrag oder sonst.